Die Rallye Liezen, Tag 2.
bei wunderschönem Wetter, ihr das erste Mal im S2000, wie geht's euch? Nicht nur das erste Mal im S2000, sondern auch das erste Mal bei richtigem Sauwetter. Aber wir versuchen einfach durchzufahren und läuft ganz gut, glaube ich. Nachmittags, du sagst das Durchfahren, wie kommt's? Kommt schon besser zurecht? Ich glaube jetzt auf der letzten Prüfung, also es hat ganz gut ausgeschaut jetzt da. Ja, zwischen gut ausschauen und zwischen schnell ist immer ein Unterschied, aber ja, geht schon. Was sind nicht. Ich weiß nicht, wie man mit so einem Auto fährt und jetzt probieren wir halt einfach mal ein paar Sachen aus und ja, werden wir schon sehen. Ist ein großer Unterschied zum Subaru. Ist eine Welt, ja. Ist eine richtige Welt. Das ist halt ein Rennauto und der Subaru ist mehr oder weniger ein Auto, mit dem man zum Getränke holen fährt und da wo sie einen Käfig eingeschraubt haben und dann geht's los. Ja, es ist genauso zum Fahren, wie es da ausschaut. Also es ist mehr Schwimmen als wie Autofahren und ein Kampf einfach, dass du auf der Strecke bleibst. Es ist irrsinnig schwierig, das richtige Tempo zu finden. Manchmal ist man einfach wieder zu schnell und dann reduzierst, dann merkst du auf einmal, okay, jetzt hast du wieder zu viel rausgenommen. Aber ja, es ist für alle gleich und es liegt sehr viel an der Fahrerei jetzt. Also wie weit traue ich mich? Wo ist die Grenze und ja, wer da am weiteren Zubi geht, ist am weitesten vorne dann. Aber kannst da schnell weg sein. Aber ich glaube, ihr habt das im Griff, die Konkurrenz, weil ich das jetzt gesehen habe, Nachmittag ins Ziel bringen wahrscheinlich. Ja, aber du kannst nicht so viel nachlassen, das geht nicht. Ich nehme mir auch immer vor, ich mache nichts blöds und ich habe das hundertprozentig im Griff und alleine jetzt am letzten Rundkurs habe ich wieder zwei so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, warum bin ich jetzt eigentlich gerutscht, ja? Oder warum bin ich da jetzt aufgeschwommen? Das hat gar nicht so gut ausgeschaut. Und das sind dann die Dinge, die du oft nicht in den Griff hast. Oder wenn irgendwo von einem Hang das Wasser aber kommt, quer drüber rennt, was du vorher nicht gesehen hast, nicht im Schrieb hast, das sind halt dann schon die Stressmomente, die du nicht unbedingt brauchst. Mm-hmm.
Ja, heute Morgen auf der ersten Prüfung war es eigentlich recht gut. Zeiten haben wir gepasst. Auf der zweiten haben wir uns gleich einen Platten eingefangen auf dem Schotter. Der hat uns so viel Zeit gekostet, konnten dann hinten rechts wechseln. Vorne rechts haben wir nicht mehr viel Zeit gehabt, der war so leicht runtergedrückt. Wir sind dann in den Rundkurs mit einem leichten Platten gefahren, so einen schleichenden Blattfuß. War jetzt nicht optimal gewesen. Hatten auch ein bisschen falsche Reifenwahl. Haben in der Mitte leicht aufgeschnitten war, aber es war einfach zu wenig gewesen. Also es hat wenig mit Rallyfahren zu tun. Es ist einfach nur Aquaplaning, aufschlittern und wir kämpfen. Ein bisschen blöd gestöhnt habe ich, glaube ich, momentan. Rennt nicht recht, war zweimal in der Wiesn jetzt draußen, einmal haben wir am Rundkurs bin ich gerade durchaus gefahren. Wenn alles gut rennt und alles passt, fahren wir fünfte Zeiten, aber es will momentan nicht so recht. Ja, schauen wir mal, wie wir jetzt weiter tun. Okay, das heißt, wir würden es ins Ziel bringen und nicht mehr recht angreifen heute. Naja, die Klasse hätte ich schon noch gern gewinnen. Da fehlen jetzt zwei Minuten am Pöschl, glaube ich. Mal schauen, der ist schon schnell unterwegs, probieren wir es trotzdem.